Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Miscreation. In der letzten Folge haben wir die Bienenkönigin getötet und haben uns ihre Flügel geschnappt. Und jetzt ist hier eine Statue hochgegangen und deswegen können wir jetzt hier hoch. Und hier soll irgendwas Neues sein. Hier oben war halt noch so eine Statue, die wir letztes Mal gesehen haben. Da sieht man so ein bisschen die Ohren von irgendeinem Viech, das wir jetzt besiegen müssen. Und ich glaube irgendwie, das ist so ein Türsteher, den wir ja schon mal gesehen haben und auch einen davon vernichtet haben. Und jetzt gibt es hier zwei Wege, Leute. Ich glaube, ich gehe erstmal nach unten. Nee, unten war wieder nichts, oder? Scheiß drauf, wir gehen nach draußen. Und sind im Pilzkönigreich. Wieso? Okay. Eben sind die noch nicht gelaufen. Okay, die Leute können hier spucken. Aua, gib mir bitte deine... Lol, der kann einfach da durchspucken. Ist das denn sein Ernst? So, ich habe vergessen, wie man angreift, Leute. Ich warte mal. Ich habe vergessen, wie man frisst. Ich bin nicht des Lebens. Ich bin nicht mehr angepasst an dieses Leben hier. Was sind das für komische Echsen? Hi, wollen wir Freunde? Ach, der spritzt gar nicht, sondern der wirft die Dinger irgendwie. Komm, gib mir mal deine Wurffähigkeit. Ich werde jetzt sowieso gleich sterben. Ich kenne mich doch. Ah, ich bin überhaupt nicht angepasst an diese Umwelt hier. Die Musik ist irgendwie auch sehr bedrückend, muss ich sagen. Oh, der sieht aus wie ein Freund. Hi. Die hängen da so ein paar Knochen raus, sowohl auf dem Kopf als auch auf dem Rücken. Vielleicht ist sein Schwanz auch aus Knochen. Oh, yo, hi. Wo kommt denn der Typ jetzt her? Okay, unentschlossene Kreatur mal wieder. Nee, Kreatur, die unentschlossene Kreatur. Schöner Name, hat sogar einen Doppelnamen. Kreatur, Kreatur heißt der. Hoch oder runter, welchen Weg soll ich nehmen? Weiß ich nicht, aber erstmal hier Gegner töten, die sich einfach so in unser Gespräch eingemischt haben. Geht gar nicht, Leute, geht gar nicht. Ja, Gewehrtypen gehen natürlich nach oben, wir kennen's. Ach, drücken's mal drauf. Wo holt er bitte seine Spucke daher? Irgendwie aus zwischen seinen Beinen. Also ich bin mir nicht sicher, was das hier sein soll, was er da rumschmeißt. Junge, hör auf, das ist ekelhaft. Aber wisst ihr, was toll ist? Ich weiß jetzt dieses Fliegen. Man kann häufiger in der Luft drücken und dann kann man wirklich so ein bisschen fliegen. Also diese neuen Federn, die wir haben, die bringen schon einiges. So, ich werde jetzt garantiert sterben gegen die, das war irgendwie klar. Aber kein Problem, der lila Blobby-Wobby wird immer wieder belebt. Egal, wie oft ihr mich tötet, ich werde wiederkommen und meine Rache verlangen. Gegen Dizzymon mit... Nein, 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 gib mir bitte die DNA. Oh, gut, dass wir fliegen können. Gegen Dizzymon mit Bienenflügeln könnt ihr gar nichts. So, ich bin sehr gespannt, was ich hier bekomme. Schleimige Teile. Lego an Stacheln. Aber dann können wir nicht mehr fliegen. Dann können wir nicht mehr fliegen mit diesen komischen Stacheln. Dann haben wir nur mehr Attacke. Nee, 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 ich behalte meine Bienenflügel hier. Ich muss sagen, ich fühle mich ein bisschen unwohl in dieser Gegend hier. Ist schon eine sehr düstere Gegend. Ich bin ein Wesen des Lichts. Sieht man doch auch an meiner Farbe. Das ist hier nicht mein Gebiet, Leute. Das ist hier irgendwie das Ghetto von Miscreation. Oh, da oben ist noch eine DNA. Ob ich es dahin schaffe, ohne zu sterben? Leute, ich hab den Trick jetzt raus. Mann, okay, nevermind. Und zwar lässt man die einmal angreifen, dann geht man auf die andere Seite und dann frisst man sie. So, ich demonstriere es gerne noch einmal. Die schießen beide in die linke Seite und dann frisst man sie und dann geht man auf die andere Seite und frisst sie wieder und das funktioniert hier überhaupt gar nicht. Egal, dann einfach immer auffressen, Leute. Das ist sowieso mal das Beste. Die eine Sache, die ich kann, werde ich auch nutzen. Und dieser epische Kampf hat uns was gebracht? Schleimige Köpfe! Ein senkrechter Kopf, Leute. Kann man sich überlegen. Komm, den ja, okay. Senkrechter Kopf, sehr gut. Und ich nehme noch so einen Geoduckmund. Dann können wir nicht beißen und Wasser spucken. Oh ja, da, so wollte ich schon immer aussehen. What ist das denn? Jetzt haben wir so eine Penisnase hier. Dass es auch immer so rumwabern muss. Hallo, ich bin immer noch Dizzymon. Wie geht's dir? Ich reibe meine Nase in dein Gesicht. Ich denke, der Aszendent ist verrückt, um ehrlich zu sein. Okay, also die Leute hier sind irgendwie nicht sehr gesprächig. Stirb an meiner Spucke. Oh, das ist richtig OP. Okay, vielleicht doch nicht. Hä? Die sind einfach unverwundbar. Yo, hallo? Spritzattacke. Hallo? Das macht einfach gar nichts. Wo kommt dieser Mund her? Oh mein Gott, ey. Pow, pow. Ich kann schneller spucken als ihr. Ich habe das jahrelang trainiert, aus meinen Gliedmaßen spucken zu können. Da könnt ihr nicht mithalten. Bin schon eine Evolution über den. Oh mein Gott, was geht hier ab? Lol, die haben nicht wirklich diese Musik geklaut. Oh nein, ist das eine kostenlose Musik? Die nutzt doch auch immer jeder. Zu trocken, durchdringt sie, überfluten! Alles klar, ich habe leider so gar keine Leben, aber ich spuck dich einfach mal tot. Okay, er hat eine Zunge, die er irgendwann auch immer einsetzt. Wie lang ist denn seine Zunge? Und woher weiß ich, wann er sie macht? Egal. Einfach anspucken, Leute, dann wird er schon sterben.
Okay, wahrscheinlich immer, wenn er stehen bleibt. Oh mein Gott, da ist sie, seine Zunge. Aber Zunge, du kannst gerne meinen komischen Speichel hier fressen, hallo? Also Speichel in Anführungszeichen. Oh mein Gott, okay, der ist auf jeden Fall krasser drauf. Ja komm doch her. Ich mach den sowas von First Try, Leute. Hä? Warum bin ich denn jetzt gestorben? Okay, eventuell müssen wir hier größere Geschütze auffahren mit Felix-Ohren und Bienenantennen. Ja, mega. Wir sehen immer mehr aus wie so ein Nasenbär. Und wer braucht schon Fliegen, wenn man Leguan-Stacheln hat? Oh, okay, ja, sieht schon heftig aus. Die Arme sind halt noch übelst hässlich, aber wir haben da auch nicht wirklich irgendwas Besseres. Eventuell Fuchsarme, aber die bringen alle nichts, Leute. Dieser Blumenschwanz gefällt mir jetzt auch nicht so gut. Aber wir werden das jetzt schon überleben. Ich meine, guckt uns an. Wir sehen ein bisschen so aus wie so eine Dogge oder so. Mit ein bisschen missgebildeten Kauwerkzeug. Okay, warte. Au! Ah, darf ich auch nicht berühren. Jetzt macht einiges Sinn. Okay. Diesmal haben wir ihn, Leute. Diesmal weiß ich, wie er funktioniert. Pow, pow, pow. Zack. Und zack. Und hochhüpfen. Ach, ich kann ja nicht mehr fliegen. Oh mein Gott, was macht er jetzt? Er greift mit seinem Wasser hier an. Tja, dagegen bin ich aber gerüstet. Denn ich habe Pflanzenteile. Ja, diesmal ist er... Nein! Aber diesmal ist er trotzdem übelst leicht. Hallo, jetzt bitte einfach sterben. Du komischer Sanguin, der berührte? Okay, der berührte von mir aus. Oh Mann. Warum bist du der berührte? Bitte einfach sterben. Komm. Aber diese Musik, sie macht mich echt fertig. Ich kann nicht mehr fliegen, das nervt ja richtig. Ich fand das Fliegen richtig toll. Und beißen. Und tot bist du. Segne deine Nässe, segne. Lob. Diese Bosse. Aber wie ich bei jedem Boss mindestens einmal sterbe, ist voll bescheuert. So, was habe ich hier? Teile von Sanga Sahaguin. Alles klärchen. Und hier geht's nicht mehr weiter, oder was? Lame. Na gut, was haben wir denn bekommen? Wir haben sanguinische Ohren, Mugelpuff und wir können endlich den Schwanz mal verbessern hier. Sanguins Dreizack. Oh, damit können wir nochmal Wasser spucken. Jump plus 3, ja heftig. Oh, das sieht sogar richtig cool aus. Guck mal, wie stark wir sind. Gar kein Speed und fast kein Jump, aber Stärke, richtig krass. Aber ich muss sagen, also wir sind jetzt schon irgendwie der König der Tiere hier, oder? Also wir sehen schon ganz schön imposant aus. Unsere Arme vielleicht noch nicht so ganz. Aber mit diesem Dreizack sieht schon geil aus, muss ich sagen. Und dann auch noch mit diesen Knochen, die da irgendwie aus unserem Rücken rauskommen. Doch, gefällt mir, muss ich sagen. Also wir werden immer cooler. Oh, noch eine DNA. Schleimige Schwänze. Oh ja, schleimige Schwänze mag ich besonders gern. Einen davon habe ich ja auch schon im Gesicht. Nein! Ach, als ob. Hä? Junge, hä? Ich verstehe hier gar nichts. Oh boy. Ich komme an diese eine DNA da nicht ran. Da links ist sie. Ja, hä? Ich will doch nur diese eine DNA haben. Jetzt spuck sie an und nimm sie mit. Ich bin jetzt schon wieder tot. Ich bin zu doof, an diese DNA daran zu kommen. Oh Mann. Wie schön wäre es, wenn ich fliegen könnte. Dann könnte ich die Welt von oben sehen. Doch ich kann nicht mehr fliegen, nein. Deswegen bin ich nur ein kleines Schwein. Was soll ich tun in dieser Welt? Ich weiß es nicht, ich bin kein Held. Unter mir ist die DNA. Was bleibt mir da, du Untertan? Come on, ja, hier ist das nämlich. So richtig krass versteckt, das ist voll doof. Da, das hat ohne Witz eine Viertelstunde gedauert, bis ich jetzt wieder hierher gekommen bin. Ja, schleimige Glieder, na, wenn das sich mal nicht gelohnt hat. So, ich glaube, mehr gibt es hier nicht, aber ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht sicher. Soll ich mich nochmal umbringen lassen, um zu gucken, ob es hier noch irgendwas gibt? Ja, komm. YOLO, oder in meinem Fall, jo, nur 10, 8000 Mal. Okay, also anscheinend haben wir jetzt alles, was es hier so gibt. Schauen wir nochmal, ob wir schönere Arme gefunden haben. Wasserwerferarme. Die bringen aber auch nicht mehr. Wieso sind diese Vogelarme so OP? Oh, hier aber Felixbeine. Oder Leguanbeine, Leute. Ja, komm. Leguanbeine for the win. Okay, sehen ganz schön scheiße aus. Will ich doch nicht haben. Ja, fast schon. Oh ja, ich bin richtig schön schnell. Und das Spiel ist kaputt. Oh nein, Kamera, bitte komme mit. Ich schieße jetzt aus meinem Schwanz die Dinger raus. Also aus dem hinteren, nicht den vorderen. Das war witzig. Das gefällt mir. Blub.
Gut, dann können wir wieder in unsere Höhle hier gehen und hier, das Ding sollte jetzt eventuell hochfahren. Ja, geil! Tatsache, das ist dieser komische Gollum da gewesen. Ja, aber das Lila ist eigentlich auch kein schöner. Ja, komm, vielleicht kriegen wir ein Blau. Oh, ein Schwarz! Das sieht ja mega geil aus in Schwarz-Grün. Das gefällt mir gut. Und mit dieser komischen Kreatur hier, die anscheinend lieb ist, was hast du dazu zu sagen? Ich werde einfach hier bleiben. Für eine Weile. Okay, wir gucken noch mal ganz kurz, wie das neue Gebiet aussieht. Okay, ein Gebiet mit Goblins und komischen Mücken und sowas. Das kann ja interessant werden, Leute. Gut, dann würde ich aber sagen, was ist das mit dieser Folge? Wir sind jetzt ein schwarzes Etwas, das gefällt mir. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.